Oh, moin moin und herzlich willkommen bei Finanzroko. Heute zu Gast Tobias. Hallo. Ja, wir haben heute das Thema Russland. Wir haben uns einige Aktien herausgesucht. Hierzu habe ich auch den Aktienfinder mit aufgerufen. Ja, Tobias, erzähl mal was über Russland, Chancen und Risiken. Genau, also wir sind ja beide Russland-Fans, zumindest von der Aktie oder von den Aktien. Genau. Und ich persönlich war schon in Russland mit der Schule und da war ich 2 Wochen in Sankt Petersburg und habe so ein bisschen die Kultur kennenlernen dürfen. Und habt ihr eben erfahren, dass das ganze Leben dort und generell die Struktur, die Kultur sehr, sehr europäisch ist. Das heißt, man braucht als Europäer im Grunde nicht wirklich Angst davor zu haben, dass irgendwie Russland ja gefährlicher sein könnte als beispielsweise auch China. Weil viele haben ja Alibaba und Tencent im Depot, aber eben keine Gazprom, keine Sberbank und auch sonst keine russischen Aktien. Ja, finde ich ein bisschen zu übertrieben, auf jeden Fall. Und wir gehen auch nachher noch gleich darauf ein, dass der Staat ganz, ganz oft Aktionär ist, wie zum Beispiel bei der Sberbank und auch eben auf das Wachstum, da reden wir auch drüber, weil auch die Beate Sanders ist eben sehr, sehr stark in Russland investiert und hat damit nach dem Börsencrash 2008 auch ihre erste Million gemacht. Also hier nicht mit US-Aktien, also schon auch, aber vorwiegend eben mit Russland-Aktien. Genau, sie hat auch sehr, sehr viele russische Aktien drin, aber sie hat ja auch viele Nebenwerte aus Deutschland mit dabei. Ja, genau. Genau. Ja, beginnen wir, denke ich mal, auch direkt mit dem ersten Unternehmen. Den rufe ich auch hier bei Aktienfinder auf, dass ihr mitverfolgen könnt. Ja, das ist Gazprom. Werden wahrscheinlich schon die meisten kennen, die meinen YouTube-Kanal verfolgen. Ja, also Gazprom ist eine der aussichtsreichsten und günstigsten Dividendenaktien der Welt, meiner Meinung nach. Das Unternehmen verfügt über die weltweit größten Erdgasvorräte und ist zudem weltweiter Spitzenreiter in der Förderung von Erdgas und gehört daher auch zu den größten Erdgaskonzernen weltweit. Ja, der Staat kontrolliert mehr als 50% der Aktien des Konzerns, wie wir auch eben schon angesprochen hat, oder Tobias. Das ist ja bei in Russland eigentlich fast üblich oder zum größten Teil besitzen die sehr, sehr viele Anteile der russischen Unternehmen und hierzu auch von Gazprom mit 50%. Dann die Dividende soll sich 2022 fast verdoppeln, voraussichtlich auf etwa 1 US-Dollar. So lautete die Prognose von Morgan Stanley. Und wenn man das natürlich dann Glauben schenkt, dann wäre das ja auf einem aktuellen Kurs derzeit. Wir sehen ja, wir haben derzeit etwa 8,8% Dividendenrendite. Und wenn sich das Ganze verdoppelt, dann hätten wir auf diesen aktuellen Kurs in 2022 etwa 16, 17% Dividendenrendite. Und das ist natürlich enorm hoch. Ja, die Russen investieren in den letzten Jahren vorausschauend in die neue Energiewelt. In weiten Teilen Chinas, Europas und Russlands gibt es ja winterliche Temperaturen um die 0 Grad. Also schon ordentlich kalt dort. Aber auch hier möchten die Bewohner, also die Menschen, die da wohnen, das ganze Jahr über warmes Wasser haben oder auch eine Heizung nutzen können. Ja, zurückzuführen ist das Ganze natürlich auf den wachsenden Wohlstand. Dann noch ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass Chinas Gasverbrauch jährlich um etwa 10% steigt und China ist einer der größten Abnehmer bei Gazprom und da profitiert natürlich Gazprom enorm von diesem Wachstum. Ja, also groß und allen kann man sagen, also Gazprom ist schon ein ordentliches Unternehmen, was einen ordentlichen Cashflow produziert und der russische Staat ist, wie gesagt, mit 50% da beteiligt und möchte natürlich auch kontinuierlichen Cashflow davon haben und das könnte uns als Aktionär natürlich auch einen Vorteil geben, damit wir auch unsere Dividende von Gazprom erhalten. Ja, so viel zu Gazprom. Wolltest du auch noch was ergänzen oder war Ja, genau, soweit also durch? die Gewinnausschüttung, die haben wir aktuell bei 30% auf den Gewinn. Das heißt, die schwankt hin und wieder, aber auf den Gewinn eben immer diese fixen 30%. Nächstes Jahr Genau. sind es dann 40% und 2022 dann fixe, ab dann 50% Gewinnausschüttung. Das heißt, wenn das Unternehmen mal sehr, sehr gute Gewinne einfährt, dann kommen 50% an uns Aktionäre und das ist schon meistens ganz gut bei Gazprom. Genau, und das wären diese 50%, das wären ungefähr dann dieser 1 US-Dollar bei Ja, der genau. ADR-Aktie halt. Genau. Ja, dann würden wir den nächsten
das nächste Unternehmen durchgehen. Das war ja Rosneft, da bin ich ja Genau. und auch mein Sohn investiert. Dazu wolltest du was erzählen zu Rosneft? Ja, also Rosneft ist ähnlich aufgestellt wie eben hier Gazprom, hat aktuell eine Gewinnausschüttung von 40%, also noch ein bisschen geringer, aber eben auf dem Free Cashflow doch deutlich höher. Wir sind hier der größte Produzent und generell das größte Unternehmen im Bereich Gas und Öl, wenn man Saudi Aramco ausrechnet oder halt wegzählt. Genau. Ja, die Daten sind hier ganz gut. Wir haben eine Marktkapitalisierung von 41 Milliarden US-Dollar. Wir haben eine Kurssteigerung von 27% in 10 Jahren, also nicht wirklich hoch. Aber wenn man eben die derzeitige Dividendenrendite von ungefähr ja, 8,5% dazu rechnet, dann hätte man jedes Jahr schon sehr, sehr gute Gewinne eingefahren. Margen sind in Ordnung. Wir haben 9% Nettomarge und 14% operative Marge. Die Dividende, die schwankt nur leicht. Also da gibt es auf jeden Fall Aktien, bei denen das etwas schlimmer ausfällt. Gewinn pro Aktie logischerweise auch am Schwanken, aber das ist ja bei jedem Ölkonzern so. Und wir haben hier eine Unterbewertung auf das Fair Value. Hier Unterbewertung auf Dividende und KGV, aber auf das KCV eine kleine Überbewertung. Wenn man das Wachstum auch dazu nimmt, dann haben wir sogar eine krasse Unterbewertung. Ja, da wäre sogar ein Verdreifacher drin. Also hier Fair Value Wachstum 12,50 Euro und Fair Value Kurs sind aktuell 4 Euro. Das heißt, hier könnte man sich verdreifachen und erst dann wäre dieses dieses Wachstum halt gerecht. Also ja, krass. Dann nochmal zum Aktienterminal, also zum TraderFox. Hier haben wir einen Qualitätsindex von 12 von 15. Das sind Kriterien dabei wie Wachstum, Stabilität, Profitabilität und auch die Kursentwicklung. Wir haben hier einen Petrovsky F-Score von 7 von 9 Punkten, einen Alle-Aktien-Score von 5 von 10 Punkten und sogar einen Dividenden-Adels-Score vom Christian W. Röhl von 3 von 4 möglichen Punkten. Nur die Ausschüttungszeit, also die Erhöhung seit 10 Jahren, die ja noch gefragt ist, die fehlt leider, aber ansonsten hier alles dabei. Ja, also eigentlich grundweg solide aufgestellt, ein bisschen hapert es hier an der Bankruptcy, also an dem Altman Z-Score, denn hier ist man ein bisschen ja dran auf der Insolvenz, zumindest laut dem Risiko, aber das ist, denke ich, zu vernachlässigen, weil da sind aktuell alle Ölunternehmen ein bisschen betroffen. Genau. Ja, dann schauen wir uns auch das nächste Unternehmen an. Das ist die Sberbank. Und ja, man kann dazu sagen, zu der Sberbank, die ist ja mittlerweile keine klassische Bank, sondern eigentlich mehr so ein Technologieunternehmen, möchten das auch sein. Ja, also mit ihren Partnern und Töchtern bietet sie mittlerweile ganzheitliche Problemlösungen für den Alltag. Vieles direkt aus einer App. Da haben sie auch meistens 3 bis 4 Apps, die Leute, die nutzen. Also der Kunde, da nutzt meistens so 3 bis 4 Apps, die sie mittlerweile zur Verfügung stellen. Ja, Service für den Hausbau haben sie zum Beispiel. Da haben sie Medien und Inhalte, also Entertainment. Dann haben die Gesundheit bieten sie an, also E-Health. Mit DocDoc ist ja auch ganz, ganz gefragt dort in Russland, DocDoc. Dann haben die E-Commerce und Logistik, also die Education. Dann, ja, zudem bieten sie auch noch Cloud-Service an, zum Beispiel das heißt bei den Sber Cloud bieten die an. Dann haben die Cybersicherheit, ist auch sehr, sehr groß bei denen, die B-Zone ist das. Ja, dann haben sie E-Auto, dann haben sie Vision Labs, das ist eine der schnellsten Gesichtserkennungssoftware, die sie anbieten, oder auch Personenidentifikation machen sie damit. Ist auch sehr, sehr gefragt und auch sehr, sehr groß, neben halt DocDoc, einer der größten Apps, die sie anbieten da. Ja, seit kurzem haben sie sich zudem 35% von MF-Technologie gesichert. Dadurch sind sie jetzt 20% an Mail.ru beteiligt, einer der größten Technologiekonzerne in Russland. Ja, also man sieht, die wandeln wirklich also von einer Bank zu einem Technologiekonzern. Dann kann man dazu sagen, mit einem, ich weiß gar nicht, 6er oder 7er KGV derzeit ist ja Sberbank bewertet und einer Dividendenrendite von knapp 8,48% ist schon enorm für einen Technologiekonzern. Also man sieht, durch diesen KGV 6er oder 7er ist das Unternehmen doch recht günstig bewertet und eine
doch sehr, sehr hohen Dividendenrendite, was man von einer Bank oder mittlerweile von Technologiekonzernen natürlich nicht so zu erwarten hat. Aber in Russland ist es halt üblich, dass man da doch eine recht hohe Dividende bekommt. Und das ist natürlich auch die Chance oder halt der Vorteil an russischen Aktien. Ja, hast du noch was zu Sberbank? Genau, also der Staat ist ja seit einem Monat da mit 50% investiert. Genau. Also die haben 50% aller Aktien aufgekauft. Und da sieht es eben jetzt so aus, dass der russische Staat immer auf Ausschüttungen setzt. Also es gibt kein russisches Unternehmen, glaube ich, in deren Portfolio, das keine Dividende ausschüttet oder ausschütten muss. Ja, deswegen wird da auch die Dividendenrendite auf jeden Fall beibehalten oder zumindest die Dividende. Und da ist jetzt auch Beate Sanders nochmal dazu, also eingestiegen oder hat ihre Position erhöht. Die war ja schon seit 2008 da irgendwie investiert, hat aber jetzt vor 2 Wochen in einem Interview gesagt, dass sie die Sberbank aufgestockt hat. Also nachdem das bekannt wurde, dass hier eben der Staat jetzt Miteigentümer ist, hat sie trotzdem gesagt oder hat sie sich gedacht, dass es noch immer Sinn macht, da einzukaufen, weil sie auch die Risiken bei einer Verstaatlichung oder einer Teilverstaatlichung nicht ganz so extrem sieht in Russland wie viele andere Europäer. Genau, also, ja, so ja. Wie ich auch. Also ich bin doch eher positiv gestimmt, weil dadurch möchte der Staat möchte ja auch Cashflow generieren und er möchte die Dividende halt beibehalten und sogar noch steigern. Deswegen, also bin ich doch eher positiv gestimmt. Genau, und wir haben ja eine Mischung aus, wie gesagt, Volksbank und IBM. Ja. So habe ich das betitelt. Also wir haben eine klassische Bank. Das war mal eine klassische Hausbank, wie zum Beispiel die ING oder wirklich die Volksbank und wandelt sich jetzt eben durch Clouding, durch dieses autonome Fahren und was sie da alles gerade machen, ein bisschen hin zu IBM, so einem riesen Mischkonzern oder fast schon 3M, IBM, so in die Richtung. Und das ist auf jeden Fall sehenswert und da kann man auf jeden Fall jetzt auch teilhaben. Mit einem 7er KGV noch sehr, sehr günstig bewertet und ich glaube, dass wir hier noch relativ viel sehen. Vielleicht kommen die auch in irgendeiner Art und Weise auch mal nach Europa. Dann wird es besonders spannend, glaube ich. Genau, man muss das so sagen, die sind aber immer noch die größte Bank in Russland. Das muss man auch dazu sagen. Also es ist, man bekommt hier quasi 2 auf 1. Also man bekommt eine der größten Banken in Russland und zudem noch ein aufstrebendes Technologiekonzern. Das ist also schon mal sehr, sehr vielversprechend, was man bei der Sberbank bekommt. Ja, super Unternehmen, bin ich investiert. Ja, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Unternehmen rüber. Genau, das nächste und letzte. Wir haben hier noch Norn Nickel aufgegriffen, also einem Bergbaukonzern im Bereich Nickel und Palladium. Auch logischerweise aus Russland und glänzt hier mit einer Dividende von knappen 12%, also wirklich gigantisch. Da muss man aber dazu sagen, die Dividendenrendite schwankt. Manchmal werden 5% ausgeschüttet, manchmal 15%. Also ja, das gleicht sich dann ungefähr auf 10% Durchschnittsdividende aus. Wir haben hier eine Marktkapitalisierung von 40 Milliarden US-Dollar bei einer Gewinnausschüttung von 100% auf den Gewinn und 100% auf den Free Cashflow, also etwas hoch. Aber man hätte auch 250% Kursgewinne gemacht in 10 Jahren. Das heißt, zusätzlich zu diesen 10% Dividende hätte man auch 250% Kurswachstum. Das heißt, man wäre krass gut ausgestiegen in den letzten Jahren. Dividende ist jetzt seit 2019 bei ungefähr 13%. Davor war sie mal bei 8, mal bei 5, mal dann wieder bei 10. Also schwankt wirklich sehr. Aber die Margen, die bleiben im Grunde ungefähr gleich. Hier mit einer Nettomarge von unglaublichen 40%. Und eine operative Marge von 50%, also gigantisch. Ergebnis der Aktie läuft eigentlich im Schnitt von links unten nach rechts oben. Also das erwartet man sich auch nicht, wenn man einen Bergbaukonzern sieht. Wenn man das eben vergleicht mit einer Rio Tinto beispielsweise, dann haben wir wirklich viel, viel bessere Werte. So, die Bewertung, wir haben eine Unterbewertung auf das Fair Value KGV und aufs Fair Value Dividende und eine minimale Überbewertung auf das Fair Value KCV. Auf das Wachstum, ganz, ganz spannend, da haben wir hier einen berechneten Kurs von ungefähr 1.000 Euro, 1.027 Euro bei einem aktuellen Kurs von 250 Euro. Also hier eine Vervierfachung möglich, wenn man wirklich auf diesen Fair Value Wachstum setzt. Das wäre auf jeden Fall krass. Ja. Ja, ja. Qualitätsscore von hier dem Trader Fox Terminal, 9 von 15 Punkten. Wir haben einen Altmann Z-Score von 4,39, also wirklich sehr, sehr sicher. Also hier keine Gefahr, dass die irgendwie bankrott gehen könnten. Wir haben einen Piltrowski F-Score von 7 von 9 möglichen Punkten, also auch das sehr, sehr gut. Das glauben eben viele nicht. Die schauen sich die Aktie meistens gar nicht fundamental an, sondern stempeln das Ganze als Russland-Aktie ab.
und schauen sich hier eben keine weiteren Daten an. Alle Aktienscore 5 von 10 möglichen Punkten, Dividendenadel leider 0 von 4, weil hier eben teilweise die Dividende ganz, ganz massiv gekürzt wird und dann wieder in den nächsten Jahren um, ja keine Ahnung, 500% gesteigert wird. Also ganz, ganz krasse Schwankungen. Aber alles in allem ein guter Bergbaukonzern. Ja, logisch, Schwankungen wie alle Bergbaukonzerne, aber auf jeden Fall eine gute Diversifikation fürs Portfolio. Genau, sehe ich auch so. Ja, dann haben wir auch die vier Unternehmen durch. Wir haben Gazprom, Rosneft, Sberbank und die Norilsk Nickel. Alle vier Unternehmen sind vielversprechend, kommen aus Russland, gehören auch zu den größten oder auch den bekanntesten russischen Aktien. Ich bin in allen vier investiert. Tobias, du bist in? Aktuell nur in Gazprom, aber Norilsk Nickel ist auf meiner Platz 1, auf meinem Platz 1 auf der Watchlist, dicht gefolgt eben hier von Sberbank. Nur von Rosneft halte ich mich aktuell noch fern. Okay, ja, aber Rosneft, da habe ich auch eine kleine Position. Aber ich denke mal, da spricht auch, wie gesagt, die Dividendenrendite für sich. Rosneft ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Ja. Ja, dann würde ich sagen, war es das. Ich bedanke mich bei dir, Tobias, für das Video. Und ja, ich würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö. Sehr gut, ich hoffe, es ist alles drauf.